Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: The New Sacrifice. In der letzten Folge haben wir den blöden Verraven platt gemacht und das ohne einmal zu sterben. Das will was heißen, oder? Cool, und jetzt werden wir mal zurückgehen und den anderen Weg gehen. Du musst immer den anderen Weg da. Nee, du musst doch zurück. Okay. Wir haben The Raven platt gemacht. Ha. Soll der andere ruhig auch noch kommen? Ha. Wir müssen wirklich zurück. Es war gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber hey. Aber hey. Muss ich eigentlich nach da lang klatschen? Nee, nee, muss doch runter, okay. Harte Illusion. War natürlich der Gott der Illusion. Hast du wohl gedacht, du könntest dich mit mir anlegen, ha? Huh? Hätte ich nicht zufällig das mit dem Spiegel rausgefunden, hättest du vielleicht gewonnen. Aber weil wir es rausgefunden haben, hattest du keine Chance. Mit Pupsnase. Okay, und jetzt wirklich, ich bin echt gespannt, wie uns das uns der nächste Kampf bringt. Aber wenn man dran immer so überlegt, der Gott der Illusion, ich hätte eigentlich gedacht, dass der mit mir irgendwie Sachen auf meiner Vergangenheit oft nach uns schmeißt, irgendwie. Aber, oh Gott, oh nein. Kann ich das bereits benutzen? Nein, okay. Wow! Okay, ich sehe schon. Nein. Spritz mein Blut. Alles klar, das Spiel wird definitiv härter mit jedem besiegten Boss. Und wenn ich mir das hier angucke, sind das wahrscheinlich diese Schutzleibgarden anderen Gottes. Drei. Ja, natürlich. Echt gut, dass die einen warnen. Weil, wenn die einen nicht warnen würden, wäre das nicht so einfach. Jetzt finish him. Ich kann den schlagen mit der Faust. Ja, na klar. Soll ich denn das bewerkstelligen? Okay, ich sehe schon. Wenn ich Ausfallschritte mache und dann seitlich zuschlage. Oder ich trete ihn einfach. Ich
Ja. Okay, das wäre dann das andere Tor. Das klingt schon eher nach Spaß. Surt, der Feuerriese, das klingt nach Spaß. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Das meine Mutter? Ist das meine Mutter, oder? So, with each witness lands gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see. There is nothing wrong with seeing the world the way you do. Danke, Mama. Ich lieb von dir. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wo ist denn jetzt lang? Unten war eine Höhle. Hinten ist Feuer. Wir sollten uns erstmal umsehen, würde ich sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass hier Leichen liegen werden. Ne, ich habe sogar recht gehabt, da bin ich gut. Alles klar, Freunde. Was haben wir hier noch schön? Hier ist ein... Das ist so wie Feuer. Ach, ja, klasse. Also ich persönlich... Oh, Camp. Habe ich mich jetzt doch getäuscht, dass man so eine Art... Ich doch getäuscht, dass man irgendwelche Testbosse, wo man seine Kräfte testen kann, oder? Wollen die einen wirklich... Du denkst, du kommst damit ungeschoren davon? Bam, hier. Nein, das sind doch anscheinend solche Einheiten, die denen gehören. Würde Sinn ergeben, wenn er seine Axt schwingt, kommt Flammen und... Er hieß ja nicht umsonst Sur, der Flammenriese. Und tschüss. Das Kampfsystem gefällt mir extrem gut. Allein auch der Schaden, wenn man wirklich ordentlich zuschlägt, sieht man den Schaden an den Feinden. Das sieht genial aus. Als nächstes bist du dran. Hier, schmeckt meine Faust. Oder mein... Sie wird nicht sterben. Aber nicht so ein Müll. Ihr werdet es schaffen, ohne einmal zu sterben, Leute. Ist jetzt so eine Art Challenge an mich selber. Ich möchte, dass wir das Spiel schaffen, ohne einmal zu sterben. NJ. Ja.
den süßen Gestank menschenden Fleisches. Ja, du bist ja lecker drauf, Kollege. Lecker. Müssen wir uns jetzt nur um das Y? Ah, hier ist es. Und jetzt das H. Das ist bestimmt irgendwo von oben zu sehen. Ah, ein bisschen weiter zurück. Bam. Hellheim, das Land der Toten. Alles klar? Ich bin sowas von bereit. Wir gehen ja nicht umsonst aus Spaß dadurch. Ganz anders aus. Wetten brennt. Ich frage mich, gibt es jetzt auch solche komischen Verzerrtore oder müssen wir uns hier... Hier geht's nur ums Kämpfen. Alles klar, hier können wir unsere Fähigkeit des Schlachtens beweisen. Nein! Können wir uns durch den Spiegel, wenn wir den benutzen, heilen wir uns dann? Ich habe das Gefühl, irgendwie... Ich habe das Gefühl, wenn wir nämlich den Spiegel benutzen, heilen wir uns auch. Was natürlich nicht schlecht wäre in Bezug darauf. Das war jetzt ganz, das war ganz mies jetzt. Genau sowas, was ich mag. So, mein Freund. Ich habe meinen Spiegel benutzt. Was willst du jetzt groß machen, hä? Schon wieder so irgendwie viel. Dieser Spiegel ist echt genial. Wieso habe ich den nicht vorher gehabt?
ich denn da solche Bonusgegenstände, die wir immer bekommen, wenn wir jetzt Extreme Gold platt machen? Wisst ihr, wenn wir zum Beispiel jetzt den Feuerriesen platt machen, da kriegt man ein Feuerschwert, was wär's? Weil ich werde es finishen, meine Freunde. Ich bin mit meinem Kopf befehlen essen hier. Genial. Also Leute, wenn die Stimmen in euren Kopf sagen, ihr müsst das jetzt beenden, dann müsst ihr das beenden. Finde das Feuer. Ist da oben? Oha. Okay. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Wow. Also das war jetzt schon echt krank. Ich habe zwei Sachen vergessen. Dreier. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay. Unten ist das. Da kommen wir hier oben nicht rein, weil wir erst unten lang müssen. Alles klar, ich habe verstanden. Eigentlich ist die nordische Mythologie doch gar nicht mal so blöd, oder? Ich meine, wir lernen jetzt eine ganze Menge, dass die ganze Welt aus Leichen von Riesen erschaffen worden ist. Würde das bedeuten, dass wir da auf Leichen da rumlatschen? Another fire sacrifice. Ja. Ich muss kämpfen, Leute. Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't be able to tell. Ich werde nicht aufgeben, auch wenn ja alles brennt. Ihr mit euren Kranken, da, guck mal da. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel.
Ah. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Soot. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Das macht doch keinen Sinn, wenn du einfach sinnlos Leute verbrennst. Ob das ihr Gott besänftigen würde, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Anscheinend haben sie das wirklich gemacht. Okay, Sinua, dann leg mal los. Da lang, da lang, da lang, los! Oh Gott. Wow. Das war knapp. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Götter haben mich verlassen. Ich bin allein. Das könnte man als Titel reintun. Oh weia. Kann ich mir nicht erst die Ebene angucken, obwohl ich kann ich eigentlich doch, ja, ja doch, warte, warte, warte. Das habe ich mittlerweile verstanden, dort, das musst du mir nicht immer wieder sagen, dass ich das Feuer finden muss und hier alles... Hä? Ich muss gar kein Feuer anzünden. Anscheinend doch, aber ich kann das auch so machen. Ein D und ein R. Das ist kein D, das ist ein X. Eren, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge and a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, the gods you worship can die with you. Hey, oben, oben, oben ist immer gut. Gehen wir oben lang. Ich sehe nichts, was mir hier helfen könnte, wenn ich ehrlich bin. Das R muss hier sein. Das R ist angeblich hier, das ist schön. Wo denn? Nein? Hier drüben vielleicht? Nein. Als ich hier war, ist alles blau geworden. Es ist hier irgendwo. Nur wo? Ah. Eingebrannt. So, jetzt noch das X-Ding da.
Was gut ist, wenn wir uns bewegen und es wird irgendwie alles blau, wissen wir, es ist in der Nähe. Das ist gut. Das macht das Ganze irgendwo einfacher. Aber nur irgendwo. Und ein bisschen. Hier zum Beispiel könnte was. Hier ist es definitiv. Da ist es gefunden. Ha. Hast du wohl gedacht, es wäre schwer zu finden? Huh? Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Okay, machen wir weiter. Ich habe gedacht, ich möchte diesmal nichts opfern. Na, okay. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich möchte dies nicht. Ich muss aber sagen, die Rätsel von Sur sind wesentlich einfacher als die von... wie bereits gesagt, finde ich die Rätsel von Sur wesentlich einfacher als die von... War Raven. Wir müssen oben... Ah, ich verstehe schon, wir müssen oben dann runter springen. Ah, ja, klar. Genova, wir schaffen das. Und jetzt wird. Na lang. Ja, natürlich. Natürlich mitten im Feuer noch kämpfen. Und ich ohne Garantie schwer Luft kriegst. Das ist natürlich sehr sinnvoll, ist das. Ja, komm her, noch einer, hm? Dann schnell. Nicht aufgeben, sondern wir schaffen das. Wir haben es gleich geschafft. Oh, meine Güte. Leute, ich glaube, wir werden uns gleich mit Sur kloppen. Geil, freue ich mich schon drauf. Wenn wir bei Raven schon so einfach hinter uns gebracht haben, warum sollte es bei Sur anders sein? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eine sehr gute Einstellung ist, wenn wir jetzt schon so motiviert in den Kampf rangehen. Hier ist eins. Hab dich. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Ragnarok. Asgard will be attacked by Surt and the Fire Giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic. Also ist Odin gar nicht so böse. Odin wollte Ragnarok verhindern. Okay. So könnte das jetzt rein theoretisch bedeuten, dass Odin einer der Guten ist. Hab nie behauptet, dass Odin einer der Schlechten ist. Ich meine, alle, die meine Final Fantasy Let's Plays sehen, wissen, dass ich auf Odin spiele. Also das ist schon so eine witzige Sache. XP
glaube ich. Okay. XP und ein kleineres P. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear. Irgendwie hat das Gefühl, wir müssen da hoch. Das P ist hier. Das P ist hier, okay. Ich brauch's gar nicht erst zu versuchen, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich suchen muss. Wenn ich ein P wäre, wo würde ich mich verstecken? Das würde ich euch nicht verraten, logisch. Aber das ist hier definitiv. Vielleicht mal umdrehen. Nein? Okay. Unten? Ist es wieder eingebrannt? Es ist nicht eingebrannt. Hier ist es auch nicht. Und nach dem, was ich sehe, sollte es hier sein. Ich habe mich nur noch nicht richtig gedreht, anscheinend. Okay, dann ist es hier schon mal nicht. Oben vielleicht? Nein. Wir können das P auch später suchen. Muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und suchen in der nächsten Folge nach den Hieroglyphen oder Runen oder was auch immer das sein soll. Und werden uns dann... Guck, was ich gefunden habe. Okay, ich habe gedacht, das ist doch... Akzeptiere es. Dann würde ich sagen, Leute, so beenden wir die Folge jetzt hier und suchen in der nächsten Folge dann nach den anderen Symbolen und werden uns dann mit hoffentlich mit so noch kloppen, würde ich zögern, in der nächsten Folge mit reinnehmen, dass wir dann schon zwei Kämpfe mit den Göttern hinter uns haben. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.